Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es mal wieder ein Basic-Rezept für 4 verschiedene pflanzliche Milchalternativen. Perfekt, wenn man weniger Kuhmilch trinken möchte oder vielleicht auch komplett drauf verzichten will. Und dafür machen wir zum einen eine Mandelmilch, eine Hafermilch, Kokosnussmilch und eine Reismilch. Die gehören ja auch somit zu den Standardsorten, die man mittlerweile in fast allen Geschäften kaufen kann. Aber die sind auch wirklich so super einfach und schnell gemacht, dass sich das richtig lohnt, die einmal selbst zu machen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht schon einmal eine pflanzliche Milch probiert habt, wie sie euch geschmeckt hat und ob ihr vielleicht auch schon eine Lieblingssorte habt. Geschmacklich sind die 4 nämlich echt unterschiedlich und da wäre es mal interessant zu wissen, ob die Mehrheit von euch vielleicht einen bestimmten Favoriten hat oder ob das komplett gemischt sein wird. Dann legen wir jetzt auch schon mit der ersten Milchalternative los. Ich werde zwischenzeitlich auch immer meine persönliche Meinung zu den einzelnen Sorten abgeben und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir fangen mit einer Mandelmilch an, mein persönlicher Favorit, vor allem für Müsli, und dafür brauchen wir 250 Gramm ganze Mandeln, die zunächst mit heißem Wasser übergossen werden und über Nacht eingeweicht werden müssen. Das ist jetzt auch die einzige Milchsorte, die ein bisschen Vorbereitung braucht, aber im Grunde haben wir ja kaum einen größeren Aufwand damit, man muss nur rechtzeitig dran denken, dass man eben eine Mandelmilch machen möchte. Außerdem brauchen wir am nächsten Tag noch 1 Liter abgekochtes Wasser und eine Prise Salz und dann werden alle Zutaten nur noch in einen Standmixer gepackt und einmal richtig schön durchgemixt. Ihr könnt die einzelnen Milchsorten auch immer ein bisschen süßen, wenn ihr möchtet. Das gibt's ja auch so im Geschäft, immer in der gesüßten Variante zu kaufen. Und dazu könnt ihr dann entweder einen Esslöffel Agavendicksaft, Reissirup, Ahornsirup oder auch irgendwas anderes verwenden. Die fertige Milch muss am Ende dann nochmal durch ein Sieb gestrichen werden, um die gröberen Stückchen aufzufangen. Alternativ könnt ihr da auch einen Nussmilchbeutel verwenden, da kommt eigentlich noch weniger durch als durch ein Sieb. Und dann wäre die erste Milch damit auch schon fertig. Gut verschlossen und im Kühlschrank gelagert ist die Milch dann 2 bis 3 Tage haltbar. Als nächstes machen wir eine Kokosnussmilch, die mag ich auch richtig gerne und verwende sie am liebsten zum Backen oder zum Kochen und manchmal auch für Müsli. Und dafür brauchen wir 200 Gramm Kokosraspeln, 1 Liter heißes abgekochtes Wasser und eine Prise Salz. Und die Zutaten, die fülle ich mir zuerst in eine Schüssel und lasse sie auch nochmal für 15 Minuten durchziehen, damit die Raspeln ein bisschen weicher werden können. Und dann geht es auch hier mit wieder in den Mixer und alles wird schön ordentlich durchgemixt und dann wieder durch ein Sieb oder eben durch den Nussmilchbeutel gestrichen. Und die Kokosnussmilch ist dann auch 2 bis 3 Tage lang im Kühlschrank haltbar, ähnlich wie bei der Mandelmilch. Sie sollte vorher nur einmal ordentlich geschüttelt werden, bevor ihr sie verwendet, weil sich oben ansonsten so ein bisschen Kokosnussfett absetzt. Als nächstes machen wir eine Hafermilch, für die wir 100 Gramm Haferflocken auf 1 Liter heißes abgekochtes Wasser benötigen. Und das packen wir zum Quellen auch wieder zuerst in unsere Schüssel und geben noch die Prise Salz dazu. Und auch hier wieder genau das gleiche wie bei allen anderen Milchsorten. Es geht wieder in den Mixer damit und danach einmal durch das Sieb. Hafermilch ist jetzt nicht ganz so lange haltbar. Ich würde die nicht länger als 2 Tage im Kühlschrank stehen lassen, weil die, je länger sie steht, immer ein bisschen dickflüssiger wird, was an der Stärke in den Haferflocken liegt. Deswegen mache ich die am liebsten immer schön frisch, was ja eigentlich immer super schnell geht. Und dann benutze ich die entweder zum Backen, für Müsli oder auch wirklich super gerne zum Kaffee. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Milch, für die wir 100 Gramm Langkornreis brauchen, den wir zunächst in 1,5 Litern Wasser weich kochen. Danach füllen wir den Reis mit 1 Liter frischem Wasser auf, geben hier auch wieder die Prise Salz dazu und dann mixen wir das wieder alles gut durch und streichen es wieder durch ein Sieb. Haltbar ist diese Milch jetzt 2 Tage im Kühlschrank, also ein bisschen länger als die Hafermilch, aber jetzt auch nicht ganz so lange wie die Mandelmilch und die Kokosnussmilch. Und bei der Reismilch muss ich jetzt auch ehrlich sagen, dass ich sie von allen Sorten am wenigsten mag, was genauso für die selbstgemachte wie auch die gekaufte Variante gilt. Aber letztendlich ist das natürlich Geschmackssache. Ich kenne auch wirklich viele, die Reismilch super lecker finden, weshalb ich das jetzt auch einfach mal mit ins Video mit reingenommen habe. Ihr könnt mir da natürlich auch gerne eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Und das waren dann jetzt alle 4 Milchalternativen. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, lasst auch gerne ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Rezeptvideos mehr verpassen möchtet, abonniert kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!